Keine Ahnung. Die Inselumrisse. Du brauchst oben Wasser drin, oder? So. Ja, warte, wir müssen das Wasser noch vermehren, einen Wasserspawn haben. Ach, das hast du gemacht, okay. So ganz kalokal eben. Ja, gut, dann halt, dann ist gemacht. Dann hole ich mir kurz einfach einen Eimer wieder, dann hast du auch einen, dann ist das okay. Okay, hast du, ja, ich helfe dir gerade mal. Hui, 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 hui. Dann können wir gleich mit Eiern werfen. So, fertig. Perfekt. Denkst du, ich soll jetzt noch eins höher bauen? Ja, ich glaube schon. Wir nehmen jetzt dafür einfach mal einen Cleanstone her, weil davon haben wir so viel. Ne, ich habe noch Kies hier. Ich mache das mit Kies schnell. Jetzt bin ich aber schon am Ring drumrum bauen. Ja, dann bau halt. So. Dann tränkel ich weiter. Trank der Vergiftung. Sollen wir es noch eins höher bauen? Wir brauchen auf jeden Fall eins, das schon mal... Ich werfe mal Eier, über den Punkt, wo der sozusagen die ganzen Dinger spawnt, schon mal wegen dem Dach drüber ist. Ein Dach? Ja, über den Spender. Oh ja. Die Plattform. Oh. Das wäre natürlich lustig, weißt du, wir werfen ihn dann hoch, aber. Hui! Moment, das machen wir jetzt gleich, komm! Moment. Was machen wir gleich? Moment, ich guck's mir mal kurz an. Oh, da ist ein Creeper, ich kill den mal kurz. Da. Ah ne, hätte man gar nicht gebraucht. Warum nicht? Naja, da schießt sie nicht 5,5 Kilometer hoch. Ja, ach fuck, verdammt, ich brauch keinen Spender, einen Werfer brauchen wir. Ja. Aber wirklich, wir machen das jetzt wirklich gleich mal so. Werfer. Ja klar, ich baue kurz einen Werfer rein. Hoppa, hoppa. Mach oben ein Dach hin, da muss kein Loch sein. Nee, ich will einfach mal aus Spaß und so Gaudi einfach gucken, wie das aussieht, wenn dann die Hühner alle hier oben verteilt werden. Achso, okay. Aber nicht so viele, also nicht alle. Ja, der Werfer, der macht es aber ganz schön weit hoch. Mach lieber zu. Nee, ich will einfach so, ein paar nach ein oben paar, schleudern okay, lassen. Alles klar. Ja. Ich hol mal kurz Eier. Es wird im Durchschnitt eh jetzt dann so sagen. Ich habe extra, damit die Verschwendung möglichst gering wird. Man könnte auch eine zweietagige Hühnerfarm basteln, so eine. Dass sozusagen entweder das unten werden Hühner gespawnt. Oh, das wäre eine bekloppte Idee, aber die wäre genial. Das unten, mach mal fest Hühner rein. Also es kommen jetzt Eier. Okay, jetzt, ja, mach zu, so. Mach zu. Ist zu. So, was ich meinte war, dass man da so eine. Nicht ganz, da fehlt noch. Hier musst du noch zumachen. Ja, wir gehen da weg. Hütchen. So. Gut, das sollte jetzt laufen. Die müssen halt auch erst noch wachsen. Hier ist noch ein Huhn. Noch eins. Ich bring noch kurz die anderen Eierdinger her. Weißt du, da kotzt du dich an, hier so viele Hühnerdinger zu machen. Und dann kommt okay, einer, der leer. Sagt, ja, ich bin lustig drauf. Macht alles weg. Alle kaputt. Also wie schon gesagt, man könnte es ja so machen, dass da genug gespawnt wird, dass eigentlich fast 0 auf 15 eigentlich geschossen wird. Und ja, dann... Das ist ja mein Ziel. Das wird ja, nee, das wird komm ja her, was ich meine gemacht. Ist, dass wir dann hier offen machen und hier eine offizielle Farm-Area machen. Dass sozusagen die ganze Zeit 0 auf 15 neue Hühner reinschicken, die du abschlachten darfst. Und kannst. Achso, ja, ich weiß aber nicht, wie man das berechnen soll, irgendwie so, dass halt dann genügend Hühner da sind. So, wäre es nicht klug, wenn du das hier machst, dann sind schneller drin. Ja. Oder hier einfach noch eine Kiste hin. Nein. Nee, Kiste brauchen wir nicht. Was kannst du machen? Wir machen irgendwann anders mal, gucken wir mal, wie wir das machen mit dem. Nee, einfach wieder in den Trichter reintun, fertig. Haben ja, wir keine genau, mehr? Wir lassen es einfach offen so. Haben wir keine Eier mehr? Hast du jetzt alle Eier schon reingepfeffert? Eimer? Eier. Achso, Eier habe ich alle reingehauen, ja. Gut. Also irgendwann macht man da oben noch einen Farm-Spawner drauf. Sobald man genug Hühner haben. So, Vergiftung 2 und aus Vergiftung 2 mache ich werfbaren Trank des Schadens gleich. Dann haben wir schon mal 6 werfbare Tränke des Schadens. So. Okay.
So, ja, weißt du, jetzt auf einmal sind sie still, ne? Ja. Jetzt auf einmal, wo sie Tränke genommen haben und alles, dann sind sie still. Ja, weil jetzt wissen sie, jetzt können wir theoretisch, wenn wir wollen, dann können wir zurückficken. Ja. Da, Trank des Schadens. Ich werde dafür nochmal aus dem zweiten, solchen basteln. Hier so ein Eject-Knopf. Wie meinst du? Hier, so wie da unten, wie wir es da gemacht haben. Nur ohne Wasser. Sozusagen, dass man nicht hier runterfällt. Dass man dann nicht sich hier draufstellen kann. Schön so eine Mulde rein. Und dann so. Take off in 3, 2, 1. Wah! Dass man eben nicht da ungewollt runterfällt. Weil, was passiert, wenn du jetzt ungewollt vorbeigehst so und hui, bis unten? Habe ich aber nicht so vor. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach dann die Insel einfach weiter. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und machen diese Umrisse. Weil meine Burg habe ich wieder so gefixt, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden damit. Ah ja, ganz kurz noch ein Test. Wie viel Schaden kriegst du, wenn ich dich jetzt anwerfe? Oh, nee, wieso muss ich immer das Opfer sein? Ja gut, dann werfe ich mich halt an. Nein, lass mich, ich will werfen. Ich werfe mich kurz an, okay? Moment, wie weit ist denn die Range von dem? Weit. Ich stelle mich hier hin und schau mal, ob ich auch getroffen werde. Ich werde auch getroffen. Wie viel Herzen? Wie viel hast du? Ich habe 5 verloren. Ich habe 3, weil ich nicht ganz im Radius stand. Alter, nice. 5 Schaden, also einfach 2 hinterherwerfen, tot. Ja, 2 perfekt. Weißt du, wenn einer unsichtbar ist, ne? 2 Stück einfach schnell hier hin, zack, bam, und weg. Machen wir es jetzt schnell mit den Dia-Sachen? Wie meinst du? Ach, dass so, ich kurz bei denen vorbeigucke? Ja, ich habe ja noch eine Truhe da stehen. Ich hau das gleich, ich hau das kurz rein, okay? Machen wir es beide? Ah, komm, wir gehen beide. Dass, wenn es der eine nicht schafft, das eine lenkt sie ab, der andere tut ärgern. Unsichtbar oder nicht? Natürlich unsichtbar. Oder, nee, der eine ist unsichtbar, der andere ist einfach nur zur Ablenkung dabei. Okay, dann, Also, ich will der Unsichtbare sein, das macht, weil ich, weil es ist ja auch in meiner Kiste. Ja, dann, ich zeig dir einfach, wo die Kiste ist, okay? Moment. Die ist, Du zeigst sie aber erst her. Du musst mir erst zeigen, wo sie ist. Ja, ja. Die werden aber irgendwann da reingeguckt haben, wahrscheinlich, und sie denken, nee, die ist unter Erde. Die ist nicht, die ist nicht sichtbar. Natürlich nicht. Ich habe mir gleich gesagt, so, ja, können mich am Arsch lecken. Da ist deswegen ein Feuerzeug drinnen, ne? Oh. Gut, ich bin am Verhungern. Moment. Ja, warte, ich gebe dir Karotten. Hühnchen! Karotten? Ach, nee, hier. Gib mir Karotten. Ich muss mich vegetarisch ernähren. Ich würde auch noch gerade bei mir testen, ob ich hier respawne. Kannst du mich kurz killen? Gib mir dein Schwert. Ach so, komm mal, hier so killen. Ah, warte mal, hier. Hier könnte ich runterfallen. So, Level habe ich keine, aber hier töten. Ja, gib mir. Oh, wir machen es ganz klug. Hast du die goldene oder die silberne Spitzhacke reingeworfen? Scheiß drauf, ich töte sie, egal. Oh, cool, ich habe Items. Okay, bin oben. Wenn irgendwas dabei ist, was du nicht hattest, gib's einfach wieder her. Wasserflasche, Trank der Vergiftung. Ist wieder Moment, da, Moment. Leider. Ja, genau richtig. Und 10 Karotten behalte ich mal. Alles klar. So, weil... Ups. Weißt du, was ich... Oh, Moment, ich habe jetzt die unglaubliche Idee ever. Ja? Komm gleich wieder. Okay. Ich mach noch so, live on camera, das kannst du jetzt dann sozusagen einbauen, wenn du willst. Mhm. Oder auch nicht. Ja, machst du was? Ich mache jetzt fast das fieseste ever, weil ich habe einfach keinen Bock mehr. Was? Wir brauchen einen Skin-Editor. Was meinst du mit, du hast keinen Bock mehr hier? Ich bin jetzt einfach fies. Ich bin jetzt fies. Nimmst du einen Skin von einem anderen? Nein. Ich mach das Dümmste ever. Die werden mich A übersehen, das sage ich jetzt schon. Ich peile es nicht. Willst du dir einen Skin von einem Zombie geben, oder wie? Minecraft Armory, so. Nein. Ich mach einen Skin ohne irgendwas. Hä, dass du keine Farbe hast, also nichts. Skin, unsichtbar. Wenn das funktioniert. Wenn das funzt, wäre natürlich lustig, ne? Das wäre geil. Das wäre ziemlich lustig. Ja. Den würde ich gleich übernehmen. Das ist mein Standard-Skin ab jetzt.
Oh. Wenn das jetzt funktioniert, dann freue ich meinen Keks zusammen. Du bist also sozusagen die Testperson, die mir sagt, ob ich wirklich dann unsichtbar bin. Weil wenn nicht, muss ich Ja, wieder zurückwechseln zu meinem scheiße, alten wa? Skin. Das war Kacke. Also, Profil. Durchsuchen. My Skin 2. Upload. So, your skin has successfully changed. Entweder ich habe jetzt den Standard-Skin oder ich habe gar keinen Skin. Okay, dann gucken wir mal, Also was. entweder ich schaue eigentlich wirklich nach gar nichts aus, weil ich wirklich unsichtbar bin. Du müsstest aber meinen Namen sehen. Das ist das Einzigste. Also du siehst einfach plötzlich einen Namen an dir vorbeilaufen, wenn ich unsichtbar Ich bin. warte, bis du dich online machst. Ja, ich bin schon wieder da. Wenn das nicht funktioniert, muss ich meinen alten Skin wieder reinhauen. Meinen anderen Skin. Ja, irgendwie Ist ja schon. aber schon geil, wenn es funktionieren würde. Ich Es ist werde dann schon auf wieder meinen einmal anderen so, Skin wieder auf hinmachen. einmal geht der offline so, ich mache jetzt was Geiles. Ich weiß, was geil ist. Kommt wieder, ist gar nichts. So. Ja, ich habe einen schwarzen. alter Skin, hat sich nichts verändert. Ich hab bei mir schwarz. Also du hast bei mir den alten Skin. Ich habe bei mir schwarz. Dann ändere ich die mal wieder zurück. Gut, also ich würde Schade. sagen, wir machen noch diese Dia-Runde. Ja. Und Upload. dann, ja, dann bauen wir uns mal, machen wir weiter. Dann knall ich mein Zeug nochmal. Aber warte, So, ich schade. muss da Hat kurz nicht ein, zwei Creeper funktioniert. töten. Schade. Was? Man kann nämlich wirklich, es ist wirklich möglich, sogar einen Skin so zu machen, dass er wirklich keine Arme hat. Keine Okay. Arme beispielsweise, keinen Körper und komplett nackt ist. Unsichtbar. Wirklich. Es ist wirklich möglich eigentlich, aber anscheinend gerade nicht wirklich möglich. Ich habe mich einfach zu schnell wieder eingeloggt. Muss Creeper töten. Weil, das wäre so genial. Läufst einfach ohne irgendeinen Skin rum, hast einfach gar nichts. Hast einfach Luft als Skin. Ich gehe gerade leveln. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Unter der Insel. Ach so. Ist hinter mir gerade ein Dann komme ich Creeper in jetzt die mal Luft runter, oder? geflogen. Alter. Witch. Boah, ich geh aber in den Spawner von uns rein. Komm, von mir. Dann komme ich über Spawner runter. Ist leichter. Ich überleg so, ich glaube, ich mache jetzt noch irgendwie so Level 20. Dann kann ich schon mal eins meiner Rüstungsteile wieder zusammenkleben. Soll ich aus Jux und Gaudi noch Trank des Da ist Schaden mitnehmen? ein Eier drinne und Schwarzpulver ist drinne. Nice. Von oben bist du ganz unten durchgefallen. Wo Boah, bist wir haben du? wieder nichts ge geschissen gekriegt von dem, was wir alles machen wollten, ne? Wo bist du? Im Spawner. Also unten bei dem Spawner. Ja. Ja, komm auch. Da müsste ja sich entweder A noch was einiges angesammelt haben oder irgendwas in der Kiste liegen, was wichtig ist, oder? In der Kiste habe ich gerade eben genommen. Ah, es kommen ein paar Monster auf jeden Fall. Ziemlich gut. Hi. Habe ich wieder Standard-Skin von eben? Ja, du hast den Skin die ganze Zeit schon gehabt. Stimmt, ja. Du kannst ja gucken, wie es ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Okay. Ja, die kriegen keinen Schaden. Ich glaube, du brauchst ein Schwert, um die kaputt zu machen. Wirklich? Ja. Ich will nur Creeper töten, damit wir hier Dings-Stuff kriegen. Soll ich mich schon mal auf den Weg machen oder soll ich auf dich warten? Warte noch kurz. Ich will noch schnell Level 17 oder 18. Ich will Level 17, 18 leveln. Willst du schon mal weiter brauen? Vielleicht, warte mal, ich gebe dir kurz Zeug zum Brauen. Nein. Einmal, zweimal, dreimal. Dann kannst du noch einmal drei. Ah, warte, ich hab noch Wasserflaschen. Dann kannst du noch einmal Schadenstränke machen. Warte, ich geb dir noch drei Schwarzpulver. So, dann kannst du alle Schadenstränke machen und die zu Werftränken machen. Okay? Und wenn du Okay. nicht weißt, wie es geht, dann sage ich dir einfach gleich. Ja, sag mir einfach dann die Reihenfolge, wie es reinpfeffern muss. Ja, erst Spinnenauge. War irgendwie klar, weil soll ich weiß, ist Glowstone das nur dazu da, um irgendwas zu verlängern, die Wirkung oder zu Das verstärken. Lustige ist, erst Spinnenauge, dann Glowstone das und danach das Fermentierte. Wie jetzt? Erst Glowstone. Ne, erst Aha. die Spinnenauge ist normale, dann den Glowstone, Okay.
danach den, dann hast du einen Schadenstrank, Schuf